Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag hat den schönen Namen Misericordias Domini, was übersetzt heißt, die Barmherzigkeit Gottes. Mit barmherzig wird eine wichtige Wesenheit Gottes beschrieben. Zugleich ist es der Sonntag vom guten Hirten. Der Wochenspruch wie der Psalm des Sonntages gebrauchen das eindrückliche Bild vom guten Hirten. Im Johannesevangelium bezeugt Jesus Christus von sich: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ein guter Hirte übernimmt Verantwortung für die ihm anvertrauten Tiere. Er ist mehr als ein guter Aufpasser. Ein guter Hirte kennt seine Tiere und führt sie zu den guten Weideplätzen und ans frische Wasser. Ein guter Hirte will, dass seine Tiere gut gedeihen und wachsen können. Ein guter Hirte kennt die Gefahren für seine Tiere und versucht, sie davor zu beschützen. Er setzt seine ganze Kraft dafür ein und wenn nötig sogar sein Leben. Das sorgt für ein Vertrauensverhältnis zwischen dem guten Hirten und seinen Tieren. Jesus geht in seinem Selbstzeugnis über das bekannte Bild vom guten Hirten und seinen Tieren hinaus, wenn er davon spricht, dass er das ewige Leben gibt. Jesus verweist mit diesen Worten auf sein Leiden und seinen Tod am Kreuz für uns Menschen und die gesamte Schöpfung. Und er vertraut in all dem, dass ihn Gott, unser himmlischer Vater, nicht in der Finsternis des Todes belässt, sondern auferweckt. 2 Wochen nach dem Osterfest verdeutlichen mir die Worte Jesu, welch großes Vertrauen er in die Barmherzigkeit Gottes hat und dass sein Vertrauen mit seiner Auferstehung von den Toten auf wunderbare Weise Bestätigung erfahren hat. Mit Jesu Auferstehung und Sieg über den Tod ist uns die Tür zur Ewigkeit bzw. zum Paradies wieder geöffnet. Damit gibt Jesus, der Christus, allen, die seine Stimme hören und ihm folgen, Anteil am ewigen Leben. Mit Ostern erfüllt sich das Selbstzeugnis Jesu, dass er der gute Hirte für uns ist. Für manch einen mag die Bildrede vom guten Hirten antiquiert und veraltet sein. Ich erlebe im Konfirmandenunterricht, wie diese eindrückliche Bildsprache auch in unserer Zeit die Jugendlichen anspricht und sie damit etwas anfangen können. Für sie ist der gute Hirte wie die Mutter, die immer da ist, wie die Eltern, die für alles sorgen, oder wie ein Trainer, der genau weiß, welche Anforderungen er stellen kann, damit am Ende ein gutes Ergebnis erzielt wird. Der heutige Sonntag macht mir Mut, meine Bibel aus dem Regal zu holen und Jesu Bildrede vom guten Hirten im Johannesevangelium wie im bekannten Psalm 23 selbst wieder einmal zu lesen. Dabei werde ich durch die eindrückliche Bildsprache in meinem Vertrauen auf Jesus Christus, den guten Hirten, bestärkt. Das schenkt mir die Zuversicht in aller Anspannung und bei allen offenen Fragen, die derzeitige Situation anzunehmen und für all die zu beten, die nach wie vor mit großem Einsatz dafür Verantwortung tragen,
dass unser gesellschaftliches Leben weitergeht und sich weitere Öffnungen ergeben. Das lässt mich für unsere eine Welt beten, dass die Menschen in den Krisenregionen nicht vergessen werden und ihnen geholfen wird. Amen. Sie sind eingeladen, mit mir die bekannten Worte von Psalm 23 zu beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.